Ja, auch meinerseits einen schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie Interesse gefunden haben für den Hochdruck. Ich will ganz am Anfang erstmal die Frau Martine mich herzlich bedanken, die das hier ganz spontan noch äh, organisiert hat. Ich hoffe, dass das qualitativ so passt. Ansonsten, Frau Martine, bitte die Rückmeldung, wenn da irgendwelche Störmeldungen sind. Also. Warum unterhalten wir uns kurz vor Weihnachten über den Bluthochdruck? Und ich möchte Sie vorwarnen, meine Folien, die ich Ihnen zeigen möchte, die sind durchaus anspruchsvoll, weil ich diese Folien bewusst entnommen habe, teilweise wirklich aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ich werde aber versuchen, das immer so darzustellen dass Sie als Nichtmedizinerinnen und Mediziner das auch nachvollziehen können. Aber ich denke, wer heute Abend live dabei ist oder sich das vielleicht auch dann später auf YouTube anschaut, der hat ein entsprechendes Interesse an dem Thema und der soll auch die entsprechenden Informationen bekommen. Ich werde eine gute halbe Stunde ungefähr Ihnen einen kleinen Monolog halten und danach haben wir genug Zeit eingebaut für Fragen. So dass wir geplant haben, dass wir so ungefähr bis 7 Uhr dann auch in der Lage sind, das, was von Ihnen an Fragen da ist, zu beantworten. Bei den Fragen vielleicht auch noch das einleiten, wäre es ganz gut, wenn Sie das relativ allgemein halten, dass man nicht zu sehr auf einzelne Menschen dann die Frage runterbrechen kann. So, warum noch ein drittes Mal unterhalten wir uns über Bluthochdruck? Und ich habe Ihnen ja als erstes Mal ein Teil des Globus angezeigt. Und hier ist aufgetragen, warum in den hier dargestellten Menschen frühzeitig versterben. Das ist ein medizinischer Begriff, der für manche so ein bisschen ungewohnt ist. Das sind die sogenannten verlorenen Lebensjahre. Das sind also nicht die Todesursachen insgesamt sondern man berücksichtigt hier bewusst auch in welchem Alter man verstirbt und dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich mit 18 an einem Motorradunfall versterbe oder mit 99 dann an einer Herzschwäche. Wenn Sie sich mal auf die Länder hier fokussieren, die dargestellt sind, dann ist alles, was hier in diesen verschiedenen Blautönen dargestellt ist, ein Ausdruck davon, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Ursache dafür sind, dass Lebensjahre verloren gehen in zwei verschiedenen Spielarten. Das ist in, zum einen sind das Herzerkrankungen, zum anderen Schlaganfälle als wesentliche Ursachen für solche Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun ist das natürlich, das gehört zur Wahrheit dazu, ein etwas fokussierter Blick auf die Welt. Wenn Sie etwas von dem Norden auch auf den globalen Süden überschwenken, dann sehen Sie, dass es in anderen Teilen der Welt Probleme gibt, die größer sind und die mehr dominieren, insbesondere Infektionserkrankungen in Südsahara, Afrika, in Teilen von Südamerika und leider auch mehrere hier schwarz markierte Länder, wo Gewalt die führende Todesursache ist bei insbesondere jungen Menschen. Das gilt nicht nur für Männer, was ich Ihnen gezeigt habe, das gilt auch gleichermaßen für Frauen. Wenn wir aus der nördlichen Hemisphäre auf die Erde schauen, dann gibt es also offenbar einen guten Grund, sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu beschäftigen. Dann ist immer die Frage, was können wir denn tun und was ist denn wichtig, um das insbesondere vorzeitige Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern oder andersrum gefragt, was führt denn dazu, dass Menschen Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln und insbesondere auch im frühen Lebensjahralter Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickeln. Und das zeige ich Ihnen auch hier etwas kompliziert auch dargestellt von oben nach unten je weiter der Balken rechts steht, desto größer ist der Beitrag von einzelnen Risikofaktoren für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkten und Schlaganfällen. Natürlich sind das alles in gewisser Weise Modellrechnung und natürlich ist es immer schwierig, wenn Sie das auf den ganzen Globus übertragen wollen, entsprechende Zahlen dann zu haben. Aber das sind Schätzungen von Leuten, die wissen, was sie da tun. Und insofern denke ich, ist es sinnvoll, sich das anzuschauen. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, was steht da an erster Stelle als Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann sehen Sie ganz oben stehen Blutdruckerkrankungen. Ja, also nochmal Herzinfarkt, Schlaganfälle. Todesursache Nummer eins in weiten Teilen der Welt und wiederum wesentlicher Risikofaktor dafür ist ein Bluthochdruck. Wenn Sie weiter nach unten schauen, dann kommen die anderen von uns als Herz-Kreislauf-Risikofaktoren bezeichneten Ursachen. Das ist das hohe Cholesterin, das ist das Rauchen, das ist dann äh, die Zuckererkrankung, der Diabetes mellitus. Als Nephrologe muss ich sagen, ist es ist natürlich auch die chronische Nierenerkrankung, aber noch mal, Erste Stelle und am bedeutsamsten somit quantitativ ist der Bluthochdruck. Und jetzt möchte ich Sie ein bisschen in die Geschichte entführen. Und das ist das einzige, glaube ich, nicht wissenschaftliche Bild, das ich Ihnen zeigen möchte. Die meisten von Ihnen werden diese drei Herren kennen. Das war auf der Konferenz von Yalta vor inzwischen. Mehr als 80 Jahren, Herr Churchill, Herr Roosevelt und Herr Stalin. Das ist ein Bild, das Menschen, die über Bluthochdruck reden, immer gerne zeigen, um die Bedeutung des Bluthochdrucks zu zeigen. Denn mancher von Ihnen wird es wissen: Was diese drei Menschen vereinigt, ist, dass alle drei. Frühzeitig, beim Herrn Churchill werden Sie sagen, nicht ganz so frühzeitig, aber zumindest für Herrn Roosevelt gilt es frühzeitig, gestorben sind an Herzerkrankungen bzw. Schlaganfällen, weil alle drei einen sehr hohen Blutdruck gehabt haben. Besonders ausgeprägt ist das bei Herrn Roosevelt gewesen, als der Herr Roosevelt zu der Konferenz nach Yalta geflogen ist. Dann ist er dahin geflogen mit einem Blutdruck von weit über 200 mm HG. Jetzt kann man sagen, naja gut, 1944, 1945, da waren die Medikamente, die ich zur Verfügung hatte, vielleicht auch noch nicht ganz so gut vorhanden, wie wir sie jetzt 2022, 2023 haben. Ja, das ist wahr. Aber was auch interessant ist, ist, dass man damals gar nicht so genau wusste, ob ein Bluthochdruck überhaupt etwas Schädigendes ist. Ich habe Ihnen hier zwei Originalzitate mal mitgebracht, die das aufgezeigt haben. In den 30er Jahren hat ein damals sehr bekannter Kardiologe gesagt gehabt, die größte Gefahr für einen Menschen mit hohem Blutdruck ist, wenn irgendein Idiot, some fool, versuchen sollte, den Blutdruck zu senken. Ja? Also die Idee, schädigend ist nicht der Bluthochdruck, sondern schädigend ist die Behandlung des Bluthochdrucks. Oder ein anderes Zitat, ebenfalls ein sehr, sehr schlauer Mann damals, der gesagt hat, der erhöhte Blutdruck ist ein sehr wichtiger Faktor, der es uns hilft, ausgleichend zu wirken und mit ihm sollten wir nicht rumspielen und wir sollten ihn nicht unbedingt senken. Ja, das war 80 Jahre zurück, noch nicht ganz so lang her, Standardansicht, wie ist der Zusammenhang zwischen Bluthochdruck und Auftreten von herz kreislauf -Erkrankung. Und das hat sich geändert und dass sich das geändert hat, auch dazu hat Herr Roosevelt wahrscheinlich, sicherlich unbeabsichtigt, einen wichtigen Beitrag geliefert, denn wiederum viele von Ihnen wissen, Herr Roosevelt ist im April oder Mai 1945 verstorben in indirekter Folge seiner Bluthochdruckerkrankung. Sein Nachfolger war der zunächst mal Vizepräsident, Präsident Truman gewesen und wenige Monate nach dem Tod von Herrn Roosevelt ist man hingegangen, hat sich überlegt, man muss mehr wissenschaftliche Ideen in die Erforschung von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stecken. Hat angefangen, das ganze Zweite Weltkrieg gerade vorbei, das heißt neue möglichkeiten da das ganze wissenschaftlich zu erforschen und sich zu überlegen was führt denn dazu dass es zum auftreten von herzinfarkten und schlaganfällen kommt und dann ist man hingegangen und hat zunächst mal ganz einfache untersuchungen gemacht ist in connecticut in der nähe von boston zum beispiel hingegangen und hat die bewohner einer kleinstadt eingeschlossen gehabt in eine beobachtungsstudie es ist die Kleinstadt mit dem Namen Framingham, die für viele Mediziner heutzutage so ein Synonym ist für Feldforschung im Bereich von Risikofaktoren. Und man hat nichts anderes gemacht, als die Menschen in dieser Kleinstadt einzuteilen in solche mit einem hohen Blutdruck, größer 160 zu 95, mit einem aus damaliger Sicht grenzwertigen Blutdruck und das, was man damals als normalen Blutdruck bezeichnet hat, kleiner 140 zu 90 dann hat man nichts anderes gemacht, als diese Menschen über ein paar Jahre beobachtet gehabt und geschaut gehabt, wer von diesen Menschen bekommt Herzinfarkte, Schlaganfälle. Und dann sehen Sie, wenn Sie so ein bisschen fokussieren auf das unterlegte blau markierte Feld auf der linken Seite für Schlaganfälle auf der rechten Seite für Herzinfarkte. Und Sie sehen, dass diese Zahlen, das sind Rechnungen, die man aus heutiger Sicht so nicht mehr machen würde. Wir haben andere Methoden, aber unabhängig davon sehen Sie, dass die Zahl für die Menschen, die den Bluthochdruck haben, sowohl für den Schlaganfall als auch für den Herzinfarkt deutlich größer ist, wenn ich einen Blutdruck über 160 habe, als wenn ich einen Blutdruck von kleiner 140 habe. Das heißt, diese Idee. Dass ein hoher Blutdruck irgendwas Gutes ist, ist dann so ein bisschen in Frage gestellt worden. Und dann ist man einen Schritt weiter gegangen und hat das gemacht, was jetzt auch viele Nicht-Mediziner seit den Covid-Jahren kennen, nämlich man hat klinische Studien gemacht. Es könnte ja immer noch sein, dass es zwar für die Prognose eines Menschen, das heißt für die Gefahr für das Auftreten von Herzinfarkten und Schlaganfällen nicht so gut ist, wenn der Blutdruck hoch ist, aber dass trotzdem die Blutdrucktherapie irgendeinen Schaden nimmt. Das heißt, nur der Zusammenhang oder die Assoziation, wie wir das nennen, zwischen einem Risikofaktor und dem Auftreten einer Krankheit ist noch nicht der Beweis dafür, dass die Therapie hilft. Dieser Beweis kommt erst dann, wenn ich zeige, dass ich durch die Behandlung von diesem, in diesem Fall Risikofaktor, auch die Menschen schütze. Das hat man damals zunächst im kleinen Stil begonnen. 50er, 60er Jahre, 140 Menschen. Heutzutage lachen unsere kardiologischen Kollegen über solche Studiengrößen, aber damals war das hoch, hoch anständig, dass man sowas gemacht hat. Und hat diese Menschen, die einen hohen Blutdruck hatten, in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Und zwar eingeteilt über ein Losverfahren. Also, es hat jetzt keiner entschieden, dem gebe ich das eine, dem gebe ich das andere, sondern es ist ein symbolischer Würfel gewürfelt worden. Der eine hat eine blutdrucksenkende Therapie bekommen, der andere hat Scheinpräparate bekommen. Und wenn Sie sich das anschauen, sind das zwei Dinge, aus denen wir aus heutiger Sicht so ein bisschen schmunzeln. Zum einen sehen Sie, dass damals in den 50er, 60er Jahren die Fokussierung noch auf die unteren Blutdruckwerte, auf den diastolischen Blutdruck gelegt worden ist. Das hat sich im Laufe der letzten fünf, sechs Jahrzehnte deutlich geändert. Und heutzutage ist für uns ganz entscheidend der obere Blutdruck, der systolische, nicht mehr der diastolische. Aber daran sieht man auch so ein bisschen, wie Moden im Laufe der Zeit auftreten und auch unsere Betrachtungsweise natürlich sich ein bisschen ändert. Das zweite Interessante ist, wenn Sie sich anschauen, wie hoch dieser untere Blutdruckwert, der diastolische Blutdruckwert, gewesen ist: 115 bis 130. Dann wird kein Mensch heutzutage sich mehr trauen, diesen Menschen Scheinpräparate zu geben, statt eine Therapie zu geben. Nur man sollte immer vorsichtig sein, mit dem Wissen 60 Jahre später darüber zu schmunzeln oder gar Schlimmeres zu stellen. Damals hat man es eben nicht gewusst. Und insofern ist es sehr honorig, Punkt eins, dass es gemacht worden ist. Und Punkt zwei, dass diese 140 Menschen auch mitgemacht haben. Die Medikamente, die man in den 50er und 60er Jahren zur Verfügung hatten, hatten mit den Medikamenten heute fast nichts mehr zu tun. Das heißt, das sind Medikamente, die heute in der klinischen Therapie mit einer Ausnahme fast keine Bedeutung mehr haben. Aber für das Prinzip der Blutdrucksenkung sei das jetzt mal sekundär. Was passiert ist, wenn ich eine Therapie gegeben habe, dann sehen Sie, dass der Blutdruck, der diastolische Blutdruckwert auf 92 gesenkt werden konnte, während in der Gruppe mit dem Scheinpräparat. Natürlich keine große Änderung aufgetreten ist. Und was ist passiert von diesen 140 Leuten, 70 oder 71 auf der einen Seite, 71 auf der anderen Seite, war die Anzahl von Komplikationen, und das war jetzt sehr weit gefasst, alles Mögliche, was am Herzen passieren kann, was auch im Schlagadern passieren kann, im Gehirn passieren kann, massiv unterschiedlich. Zwei von 70, wenn der Blutdruck gesenkt worden ist und 27 von 70, wenn ich ein Scheinpräparat eingenommen habe. Und nicht nur die Komplikationen haben sich unterschieden, sondern auch die Todesfälle. Gestorben sind in dieser Studie nur die Menschen, die kein Blutdruckmedikament bekommen haben, die Menschen, die eine blutdrucksenkende Therapie bekommen haben, sind im Rahmen dieser Studie nicht verstorben. Und das war der allererste Hinweis dafür, dass eine Blutdrucksenkung die Prognose von Menschen mit Bluthochdruck beeinflusst. Und dann kommt jetzt die spannende Frage, was sind denn unsere Zielwerte? Und nochmal, wenn Sie sich anschauen, 115 bis 129, der diastolische, der untere Blutdruckwert, dann brauchen wir darüber aus heutiger Sicht nicht mehr zu sprechen. Das ist uns natürlich viel zu hoch. Aber wie hoch oder wie niedrig ist denn jetzt das Ziel? Und das habe ich Ihnen hier auf diesem Zeitstrahl aufgetragen. Starten mit den 50er, 60er Jahren, mit dieser ersten Untersuchung, die ich Ihnen gezeigt habe. Zunächst mal so bis in die 70er, 80er Jahre. Und da sehen Sie, die Zielblutdruckwerte, die man formuliert hatte, waren diastolische Zielblutdruckwerte. 105 oder so. Damals gab es noch keine Zielblutdruckwerte für den systolischen Blutdruck. Dann hat sich das in den 80er, 90er, 0er Jahren so ein bisschen parallel entwickelt. Dann hat man für systolische und für diastolische Blutdruckwerte Ziele formuliert. Und Sie sehen vor allen Dingen auch, dass diese Zielwerte sich im Laufe der Jahre etwas gesenkt haben und dass man bis vor fünf oder zehn Jahren oder so sich dann so ein bisschen eingependelt hat auf Zielblutdruckwerte von 140 systolischer oberer Wert und 90 diastolischer unterer Wert. Das hat man nicht nur aufgeschrieben in irgendwelche Empfehlungen, sondern das ist auch das, was wirklich passiert ist. Die Menschen zu Beginn dieses Jahrhunderts hatten wesentlich niedrigere Blutdruckwerte als die Menschen vor 50, 60 Jahren. Mancher von Ihnen kennt das aus einer Familiengeschichte. Wenn Sie ein paar Jahrzehnte zurückschauen und überlegen, was bei Ihren Angehörigen, Eltern, Großeltern für Blutdruckwerte akzeptiert worden sind in den 60er, 70er Jahren und was Sie selber für Blutdruckwerte heutzutage haben, dann können Sie das nachvollziehen. Und nur ein Beispiel bei den 60 bis 75Jährigen vor 70. 70, 60 Jahren war der mittlere Blutdruck hier in Europa knapp 150 gewesen, jetzt ist er knapp 130. Ja, also ein substanzieller Unterschied. Und das ist natürlich nicht, weil wir gesünder leben. Nein, wir leben ungesünder als vor 60 Jahren, sondern es liegt natürlich daran, dass wir häufiger und mehr Blutdruckmedikamente aufschreiben. Das Ganze resultiert in einer deutlichen Prognoseverbesserung für die Menschen. Das sind aufgetragen hier mal die Todesfälle aufgrund von Schlaganfällen. In den USA, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Sie sehen, wie zwischen Mitte des letzten Jahrhunderts und Jahrhundertwende bis weit in das 21. Jahrhundert rein, es zu einer deutlichen Reduktion gekommen ist des Auftretens tödlicher Schlaganfälle. Das liegt natürlich ein bisschen daran, dass die Krankenhäuser auch besser sind in der Behandlung, aber vor allen Dingen liegt das daran, dass wir besser sind in der Therapie von Risikofaktoren. Und nochmal, was die 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts betrifft, war das vor allen Dingen die Blutdrucksenkung, weil die Anzahl der Raucher sich damals nicht groß geändert hat und die Cholesterinsenkung, unser anderer ganz wichtiger Faktor, erst so in den letzten 20, 30 Jahren große Bedeutung bekommen hat. So. Und wenn man das so sich darstellt nochmal und anschaut, wie groß ist denn das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle in Abhängigkeit links vom systolischen, oberer Blutdruck rechts vom diastolischen, dann sehen Sie hier auf einer logarithmischen Skala, nicht auf einer linearen Skala, dass egal wie alt Sie sind, unten 40 bis 50, ganz oben 80 bis 90 Jahre, es offenbar zumindest mal bis 140, oberer Blutdruckwert, bis 90, unterer Blutdruckwert, besser ist, einen niedrigeren Blutdruck zu haben, weil es seltener zum Auftreten von Herzinfarkten, Schlaganfällen kommt. Spannende Frage, die dann als nächstes resultiert, ist denn Schluss bei 140 zu 90 oder macht es Sinn, noch tiefer zu gehen? Und wenn man sich jetzt hier nur diese Kurven, die jetzt wiederum nur Beobachtungen sind, da sind keine Menschen, die in irgendwelchen Untersuchungen spezifisch behandelt werden, sondern so wie ich es Ihnen vorhin gezeigt habe, in dieser Kleinstadt in Massachusetts, Einfach nur beobachtet, wie hoch ist der Blutdruck, was passiert mit den Menschen in den nächsten Jahrzehnten, nächsten Jahren, dann kann man diese Kurven nach unten weiter fortsetzen und dann zeigt sich zumindest in solchen Beobachtungsstudien sehr schön, dass es offenbar besser ist, ein 120er Blutdruck zu haben als ein 140er Blutdruck systolisch, besser ist ein 70er als ein 90er zu haben diastolisch. Und deshalb war der nächste Schritt und diese Studie zeige ich Ihnen jetzt bewusst sehr ausführlich, weil sie ganz wichtig ist für das, was wir heute 2022, 2023 in der Blutdrucktherapie empfehlen. Ist man hingegangen, hat in einer sehr großen und ganz wichtig, in einer von regierungsnahen Quellen gesponserten und nicht von der Pharmaindustrie gesponserten Studie Menschen mit einem Bluthochdruck wiederum zufällig verteilt in zwei verschiedene Gruppen. Und jetzt anders als das, was ich Ihnen gezeigt habe in 50er Jahren, nicht Behandlung oder keine Behandlung, sondern Standardbehandlung oder besonders strenge Behandlung. Standardbehandlung entspricht dem, worauf wir uns in den letzten Jahrzehnten geeinigt haben. Zielblutdruck 140. Besonders streng heißt Zielblutdruck 120. Und dieser Begriff des Office-Blutdrucks, der sich auf Deutsch ein bisschen schwierig übersetzen lässt, das ist nicht der Blutdruck, den Sie zu Hause messen. Sondern das ist der Blutdruck, den wir im Krankenhaus oder in der Arztpraxis messen. Und die Fragestellung war jetzt die gewesen, wenn ich mehrere tausend Menschen zufällig entweder mit einem Zielblutdruck von kleiner 120 oder einem Zielblutdruck von 135 bis 140 behandle, wie gut kann ich die Menschen schützen vor Herzinfarkten, Myokardinfarktfachausdruck, vor Schlaganfällen? oder vor anderen akut bedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vor Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Knapp 10.000 Menschen zusammengefasst, angedacht war gewesen, diese Untersuchung in den zehner Jahren dieses Jahrhunderts, so ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre laufen zu lassen. Die hätte eigentlich aufhören sollen im November 2016. Und dann ist was passiert, was bei solchen großen Untersuchungen immer mal wieder passieren kann. Zum Schutz der Patienten macht man Zwischenanalysen. Das heißt, man sagt jetzt nicht, wir haben uns ja vorher geeinigt, wir lassen das laufen bis 2016 und dann egal was passiert, wir ziehen das durch, sondern man schaut zwischendurch immer mal wieder rein, unterscheiden die Gruppen sich denn möglicherweise so sehr, dass ich eine solche Untersuchung vorzeitig beenden muss. Entweder weil sich durch eine strengere Therapie ein Nachteil zeigt und ich die Patienten vor dieser strengeren Therapie schützen muss oder weil diese strengere Therapie so erfolgreich ist, dass ich die Menschen schützen muss davor, die alte Therapie zu bekommen. Und das ist hier passiert. Man hat diese Studie im Sommer vor sieben Jahren beendet, vorzeitig. Was hat man erreicht? Man hat zum einen, wenn Sie sich die Blutdruckwerte hier anschauen, das sind die mittleren Blutdruckwerte. Ganz links Studienbeginn 140 und dann über die fünf Jahre. Sie sehen, dass man den Blutdruck sehr gut eigentlich in die Zielbereiche bekommen hat, indem man sie haben wollte. Die obere Kurve Standardtherapie so 135 hat ganz gut geklappt. Die untere, streng genommen werden Sie sagen, naja, unter 120 ist das ja nicht. Aber die Kurve ist zumindest sehr nah an den 120 dran. Und wie schwierig war das zu erreichen? Das war gar nicht so ganz schwierig. Das war so im Mittel über all diese knapp 10.000 Menschen, eine halbe Tablette ungefähr mehr, die erforderlich gewesen ist, ist dann berichtet worden. Gut. Aber Ziel war ja jetzt nicht zu gucken, kann man den Blutdruck senken, sondern Ziel war ja zu gucken, schützt es uns vor Herz-Kreislauf-Ereignissen? Und das war sehr deutlich erreicht geworden, ja, für. Diejenigen von Ihnen, die diese Kurven jetzt natürlich im Alltagsleben nicht so sehen, erkläre ich Ihnen das bewusst nochmal, wenn Sie sich vielleicht nach rechts oben fokussieren, wo das Ganze vergrößert worden ist. Das ist die gleiche Kurve, zweimal dargestellt, einmal auf einer absoluten Skala und dann damit unser Auge es besser erkennen kann, rechts oben auf einer herausvergrößerten Kurve. Und Sie sehen, Wiederum von 0 bis 5, die Jahre, und Sie sehen aufgetragen das Auftreten von all diesen Herz-Kreislauf-Ereignissen, die ich Ihnen genannt hatte: nochmal Schlaganfall, Herzinfarkt, Herzschwäche und Todesfälle. Und das, was da als Absolutzahlen steht auf der Y-Achse, äh, können Sie sich im Prinzip, wenn Sie es mit 100 multiplizieren, als Prozent sehen. Das heißt, Erster Strich sind zwei Prozent, ganz oben sind dann zehn Prozent in dem Vergrößerten. Und Sie sehen, nach vier, fünf Jahren haben Sie mit einer strengeren Blutdrucksenkung so sechs bis sieben Prozent ungefähr von den Menschen, die ein solches Herz-Kreislauf-Ereignis hatten. Und mit der weniger strengen Standardtherapie waren es so 9 bis zehn Prozent. Das ist ein Unterschied von zwei Prozent absolut. Einer von 50 oder relativ gesehen 25 Prozent. Ja? Nochmal betont, weil das dann immer wichtig ist, wie ausgeprägt ist dieser Effekt. Wenn Sie 50 Menschen strenger behandeln, dann haben Sie bei einem Menschen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder ähnliches weniger. Und da kann man sich darüber streiten, ist das viel oder ist das wenig. Es ist zumindest mal so, dass man gesagt hat, man muss diese Studie vorzeitig beenden. Nicht nur sind die Herz-Kreislauf-Ereignisse weniger geworden, auch Todesfälle sind deutlich weniger gewesen, wenn ich strenger behandelt habe. Da reden wir hier einen Unterschied ungefähr von 1% über diese vier, fünf Jahre. Absolut relativ 27 Und dann zeige ich Ihnen bewusst noch eine weitere Auswertung, die man da drin gemacht hat, weil. Für viele Menschen ja gar nicht unbedingt das Hauptziel ist, zu sagen, dass ich jetzt keinen Herzinfarkt habe oder ins Krankenhaus muss wegen Herzschwäche. Das ist zwar vielleicht unangenehm, aber was wir wissen, ist, dass für viele Menschen, und das mag einigen von Ihnen, die jetzt heute Abend zuhören, auch so gehen, die größere Sorge ist das Auftreten von neurologischen Ereignissen, insbesondere von Demenz. Und auch das hat man sich hier angestaut, angeschaut und hat ein Teil dieser Menschen, in wiederholten Abständen so an Fragebogen gegeben und geschaut gehabt kommt es bei den Menschen Abhängigkeit davon, ob der Blutdruck strenger oder weniger streng eingestellt ist, häufiger oder seltener zum Auftreten von Demenz. Und das könnte man im Vorhinein sich auf zwei verschiedene Weise deuten. Man kann zum einen sagen, naja, wenn ich den Blutdruck Strenger senke, tiefer senke, dann schütze ich mein Gehirn. Es könnte natürlich auch das Gegenteil passieren. Es könnte ja auch passieren, dass durch die strengere Blutdrucksenkung ich mein Gehirn schade. Und deshalb ist das ganz wichtig, dass man sich das hier angeschaut hat. Und hier ist so ein bisschen schade, dass diese Studie vorzeitig abgebrochen worden ist, weil das, was ich Ihnen zeige, kein so ganz eindeutiges Ergebnis gibt, aber zumindest eine Tendenz, glaube ich, mit der wir leben können. Und diese Kurve hier beginnt sich zu bewegen, wiederum nach ungefähr zwei Jahren. In diesen ersten zwei Jahren waren alle Menschen noch in dieser Studie drin gewesen. Dann kam der Zeitpunkt, wo für die ersten Menschen die Studie beendet worden ist, weil die eben vorzeitig abgebrochen worden ist. Da sehen Sie immer noch keinen so richtigen Unterschied. Das bewegt sich sehr, sehr parallel. Aber dann im weiteren Verlauf über sechs und sieben Jahre, dann erkennen Sie, dass es beginnt einen Unterschied zu machen, ob ich standardmäßig behandelt worden bin, 140, die blaue Linie, oder ob ich strenger behandelt worden bin, 120. Das ist ehrlicherweise zu kurz, um endgültig damit zu sagen, es macht Sinn, den Blutdruck auch zum Schutz des Denkens so stark zu senken. Aber es ist zumindest eindeutig genug, in meinen Augen, um zu sagen, ich schade hier nicht. Denn wenn überhaupt, dann zeigt sich ein Vorteil für die noch strengere Blutdrucksenkung. Man hat noch ein paar andere Tests mitgemacht, so Vorstufen. Die haben sich alle, ohne dass ich ins Detail gehen will, das sind viele Zahlen, alle tendenziell zugunsten der strengeren Blutdrucksenkung ausgewirkt. Und nur um das zu kompletieren, das war eine amerikanische Studie, die ich so ausführlich gezeigt hat. Man hat dann ein paar Jahre später das Gleiche in China gemacht. Sehr ähnliche Design, auch ähnliche Zielblutdruckwerte. Sie sehen, auch das hat gut geklappt. Und es ist genau das Gleiche rausgekommen. Ja? Das heißt, das Ganze funktioniert offenbar nicht nur in den USA. Das funktioniert auch woanders auf der Welt. Und deshalb ist das so wichtig. Und wenn man sich dann überlegt, welche Nebenwirkungen macht das Ganze, dann muss man sagen, im Vorteil zu dem Schutz, vor Herzinfarkten, Schlaganfällen und vielleicht auch vor äh, den Gedächtnisstörungen waren die Nebenwirkungen relativ gering. Es gab Veränderungen in gewissen Blutwerten, die wir routinemäßig kontrollieren. Es kam natürlich, wenn ich den Blutdruck stärker senke, häufiger bei Menschen zu Schwindel. Es kam aber nicht häufiger zu Stürzen mit Verletzungen. Ja? Das heißt natürlich, wenn ich Medikamente einnehme, nämlich mit jedem Medikament Nebenwirkungen oder die Gefahr von Nebenwirkungen im Kauf. Diese Nebenwirkungen waren aber deutlich weniger bedeutsam als der Schutz vor Herzinfarkten, Schlaganfällen und anderen. Und jetzt hat man sich dann überlegt, in Europa und in den Vereinigten Staaten, was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt die Zielblutdruckwerte weiter senken? Und leider, und das ist sehr schade, weil wir ja wissenschaftlich sehr sehr eng mit den US-amerikanischen Kollegen zusammenarbeiten. Leider ist diese Frage von den Amerikanern und von den Europäern so ein bisschen unterschiedlich beantwortet worden. Man hat verschiedene Zwischenstufen eingebaut. Letztendlich die Frage, wann beginnt der Blutdruck, ist heutzutage in den USA anders beantwortet als in Europa. In den USA größer 130 systolisch, in Europa größer 140. Es ist bedauerlich, dass man sich nicht einigen konnte, spiegelt aber vielleicht auch so ein bisschen die Diskrepanzen in anderen Bereichen des, des Lebens, die in den letzten Jahren, insbesondere Ende der 10 Jahre, aufgetreten sind. Gut, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, wenn wir Blutdruck messen, dann sollten wir das standardisiert machen. Ja? Und standardisiert heißt vor allen Dingen, was Sie hier auf dem rechten Bild sehen, nach einer adäquaten Ruhephase, Vorgeschlagen sind dann immer fünf Minuten. Und ich weiß, dass es im Klinikalltag, im Praxisalltag und auch bei Ihnen zu Hause schwierig ist, sich fünf Minuten irgendwo in Ruhe hinzusetzen und fünf Minuten gar nichts zu machen, außer Blutdruck zu senken. Das wissen wir, das ist uns bekannt. Trotzdem wissen wir, dass wir damit die beste und stabilsten Blutdruckwerte messen können. Patient sollte entspannt sitzen. Sie sehen, man muss auf die entsprechende Höhe der Manschette achten. Wir glauben in unserer Mehrzahl, glaube ich, dass die Oberarmmanschetten besser als die Unterarmmanschetten sind. Wissen aber auch, dass die Geräte der Unterarmmanschetten heutzutage auch ganz gut sind. Also Fokus ist standardisiert zu messen, gut zu messen. Und dann ist mir noch eine Sache ganz wichtig. Dann ist der Blutdruck, den Sie zu Hause messen, Anders als der Blutdruck, den wir messen, wenn wir in der Praxis oder im Krankenhaus messen. Und das sehen Sie auch nochmal, wenn Sie jetzt die Zielblutdruckwerte sich anschauen. Ich hatte Ihnen gesagt: In Europa sagen wir, Bluthochdruck beginnt bei 140. Aber ganz wichtig: Das ist der Blutdruck nochmal im Krankenhaus oder in Arztpraxen. Ja? Sie können, wenn Sie zu Hause messen, fünf bis zehn Punkte ungefähr abziehen. Und wenn Ihr Hausarzt, Ihr Hausarzt in 24-Stunden-Blutdruck Messung macht, dann können Sie so zehn Punkte ungefähr abziehen. Ja. Zehn Punkte deshalb, weil das der Unterschied ist, tags und nachts, nachts ist es im Durchschnitt ein bisschen tiefer. Das heißt, ganz klar, Blutdruck zu Hause ist nicht der gleiche Blutdruck wie Blutdruck in der Arztpraxis. Und wir haben unsere Zielblutdruckwerte an dem orientiert, was in der Arztpraxis gemessen ist. Und das, weil wir eben aus diesen Untersuchungen wissen, dass das Ganze dann auch am besten das Wissen aus so großen klinischen Untersuchungen spiegelt. Gut. Von dem Thema, warum sollen wir senken und was sind unsere Zielblutdruckwerte? Nächste Frage, wie ist es mit der Therapie? Da zeige ich Ihnen wieder die europäischen Empfehlungen, die so ein bisschen aufgetrennt sind, je nachdem, mit welchem Blutdruck Sie starten. Aber ich möchte Ihnen als erstes das hier zeigen, diese blauen Boxen. Egal, wie hoch Ihr Blutdruck ist, es steht immer an erster Stelle die Lebensstilberatung. Ja? Und das ist nicht einfach nur, weil es so nett ist, das mal zu erzählen mit dem Lebensstil, sondern weil es wirklich wichtig ist. Und Blutdruck und Lebensstil sind fünf oder sechs Dinge, die wichtig sind. Punkt eins, wir sollten alle versuchen, an der Mehrzahl der Tage in der Woche mindestens 30 Minuten aktiv zu sein. Ich weiß, das ist streng. Wir wissen aber auch, dass das die Menge körperlicher Aktivität ist, die unser Herz-Kreislauf-System am besten schützt und vor allen Dingen die auch den größten Effekt auf den Blutdruck hat. Das muss jetzt nicht wie in diesem Piktogramm sterilisiert jetzt wirklich immer ein standardisierter Sport sein. Das kann auch durchaus im Alltagsleben einfach das flotte Einkaufen, das Treppensteigen und so weiter sein. Ja, es geht vor allen Dingen einfach wirklich darum, aktiv zu sein. Treppenhaus statt Fahrstuhl, Fahrrad statt Auto, wenn immer möglich. Zweiter Punkt, Gewichtsoptimierung. Gewicht einerseits immer als Ausdruck, Körpergewicht auf die Körpergröße bezogen. Das ist das, was wir als Body-Mass-Index kennen. Der sollte 20 bis 25 sein. Und ein zweiter Punkt ist dann der Teilienumfang, wie er hier angegeben ist, den auch jeder zu Hause messen kann. Dritter Punkt ist die Ernährung. Und bei der Ernährung gilt gut, ist alles, was viel Kalium und Magnesium enthält. Ich habe hier einige Beispiele aufgeführt. Und schlecht ist alles, was viel Salz enthält, viel Natrium insbesondere enthält. Natürlich steht das Rauchen hier auch, wobei man ganz ehrlich sein muss, der Effekt, wenn Sie Raucher sind und wenn Sie jetzt an Silvester sagen, ich höre auf, nächstes Jahr zu rauchen, wird der Effekt auf den Blutdruck gar nicht so ganz riesig sein. Aber natürlich schützen Sie Ihr Herz, Sie schützen Ihr Gehirn und Sie schützen auch ihre Lungen. Dann kommt ein Punkt, über den wir immer so ungern reden, der für den Blutdruck aber auch wichtig ist. Alkohol erhöht den Blutdruck, deshalb die im Moment für Männer und Frauen etwas unterschiedlichen äh, Empfehlungen von dem maximal für den Blutdruck tolerierbaren Alkoholmenge. Das werden Sie sagen, das ist aber viel, acht Gläser pro Woche und 14 Gläser pro Woche. Ja, aber die Gläser, die man dann zugrunde legt, sind auch relativ gut klein, das ist dann so 0,1 oder so Glas Wein und 0,2 Glas Bier, also 15 Gläser heißt jetzt nicht 15 Mal in der Woche ein Liter Bier trinken. Ne? Und dann das Kochsalz. Und um ihn zu illustrieren, dass das ganz relevant ist, zeige ich Ihnen zwei Sachen. Ich zeige Ihnen das zum einen fürs Kochsalz und ich zeige es Ihnen dann auch nochmal für, für den Alkohol. Und wenn Sie, ich gehe nochmal bewusst einmal zurück, wenn Sie hier schauen, da steht, Kochsalz sollten wir weniger als 5 Gramm zu uns nehmen. Wenn Sie sich das schauen auf dieser Skala, da unten Kochsalz ist unten, oben steht das Natrium oder auf Englisch das Sodium. Das Natrium ist aber nur ein Teil vom Kochsalz, weil Kochsalz ja Natriumchlorid ist. Ja? Also schauen Sie mal auf die untere Skala und dann sehen Sie, unter 6 Gramm ist alles, was blau ist. Dunkelblau, vielleicht auch noch so ein bisschen hellblau. Dann schauen Sie mal, in welchen Ländern dieser Erde. Die Menschen es im Durchschnitt schaffen, weniger als sechs Gramm zu essen. Und Sie sehen, in westlichen Industrienationen liegen wir im Durchschnitt darüber. Wir liegen teilweise deutlich darüber. Und am stärksten liegen die Menschen in Südasien und Südostasien darüber. Das heißt, die meisten von uns essen zu viel Kochsalz. Ich zeige Ihnen bewusst ein zweites Bild weil diese Idee des Kochsalz dann immer heißt, naja gut, dann nehme ich halt einen Salzstreuer weg. In westlichen Industrienationen, das ist hier jetzt nicht ganz so gut untersucht, deshalb sind nicht so viele Länder hier farbig markiert, aber Sie sehen, egal ob Sie jetzt nach Großbritannien schauen oder nach Dänemark oder ähm, nach, nach äh, Slowenien oder, oder Finnland oder Kanada oder Australien, die Länder sind grün markiert. Grün heißt in dieser Abbildung weniger als ein Viertel des Kochsalz, der konsumiert wird, wird zu Hause bei Tisch oder manchmal auch beim Kochen dazugegeben. Der meiste Kochsalz, den die Menschen aufnehmen, ist in Nahrungsmitteln, die sie entweder fertig kaufen im Supermarkt oder die sie in Restaurants und Cafés als vorgefertigtes Essen oder im Restaurant gekochtes Essen zu sich nehmen. Weil immer dann, wenn sie es nicht unter Kontrolle haben, wenn sie das Essen was fertig ist oder was im Restaurant gekocht wird, müssen Sie davon ausgehen, dass der Kochsalzgehalt ganz groß ist. So, warum ist das Ganze relevant? Das hat man sich hier mal angeschaut, 400 Menschen. Und bei diesen 400 Menschen ist man hingegangen, hat denen monatelang verschiedenes Essen gegeben. Ja, die haben nicht selber gekocht, sondern die haben das Essen bekommen. Und das Essen hatte entweder viel Natriumkochsalz oder mittel oder wenig. Und dann hat man den Blutdruck gemessen. Und Sie sehen, Links der systolische, der obere Blutdruck, rechts der diastolische. In dieser Abbildung, wenn Sie vom hohen Kochsalz, High Sodium, zum mittleren Intermediate gehen oder zum niedrigen Low, dass das Ganze eine zusammengenommene Reduktion des Blutdrucks von ungefähr sieben Punkten gemacht hat. Und zwar nur durch eine Reduktion der Kochsalzzufuhr mit dem Essen. Sonst hat man nichts geändert gehabt. Und dann ist das Ganze noch mal spannender. Man hat noch eine zweite Sache damit verwoben gehabt. Die Menschen haben nicht nur einen unterschiedlichen Kochsalzgehalt gehabt, sondern die haben auch entweder so eine Standard-US-Ernährung bekommen, so ein paar Sachen habe ich Ihnen da aufgeführt, was das bedeutet, oder die haben eine obst- und gemüsereiche Ernährung bekommen. Und dann sehen Sie, dass durch diese obst- und gemüsereiche Ernährung unabhängig oder add-on, wenn Sie so wollen, obendrauf auf die Kochsalzsenkung doch mal ein weiterer blutdrucksenkender Effekt Passiert. Wenn Sie sich jetzt in der Abbildung sich das anschauen, von links oben, wenig Obst und Gemüse, viel Kochsalz nach rechts unten, viel Obst und Gemüse, weniger Kochsalz, dann haben Sie einen Unterschied von so ungefähr zehn Punkten und das ist mehr als eine einzelne Blutdrucktablette erreichen kann. Das Ganze ist relevant. Und ich zeige Ihnen noch eine zweite Untersuchung, um zu zeigen, dass es das relevant ist, weil das so spannend ist und weil das unser Verständnis für die Kochsalzzufuhr mit dem Essen nochmal deutlich verstärkt hat. Denn jetzt können Sie ja sagen: Naja, das ist zwar ganz interessant, was da passiert, wenn ich 30 Tage mir das Essen äh, geben lasse von irgendeinem Studienzentrum. Aber was ist denn? Hat das denn Bedeutung über diese 30 Tage hinaus? Eine Riesenuntersuchung, ganz toll gemacht von Kollegen aus Sydney und aus China. Und die sind hingegangen und haben in China sich 600 Dörfer Rausgesucht. Also, wir reden jetzt nicht über irgendwelche Millionenstädte an der Ostküste, sondern irgendwo auf dem Land in China und haben diese 600 Dörfer wieder zu ver zufällig verteilt in 300 Dörfer, die sich einfach weiter ernährt haben, wie sie sich früher ernährt haben. Und ich hatte Ihnen gezeigt, China ist eines der Länder mit besonders viel Kochsalz und 300 Dörfer. Da hat man ein kaliumreicheres Salz den Menschen gegeben. Das mussten die nicht kaufen, das haben die geschenkt bekommen, damit sie auch mitmachen. Das heißt, dieses neue Salz enthält nicht mehr nur Natriumchlorid, sondern Dreiviertel Natriumchlorid, ein Viertel Kaliumchlorid. Warum Dreiviertel, ein Viertel? Naja, weil das schmeckt noch ganz gut. Wenn sie noch mehr Kalium dazu nehmen, dann schmeckt es halt nicht. So, Was hat man sich angeschaut? Man hat sich angeschaut das Auftreten von Herzinfarkten, von Schlaganfällen, von Todesfällen. Und hier als erstes zeige ich Ihnen. Das Auftreten von Schlaganfällen, auch hier wieder von links nach rechts, das ist ein zeitlicher Verlauf. Je höher die Kurve geht, desto mehr Schlaganfälle sind aufgetreten. Und Sie sehen, dass durch diesen einfachen Austausch von dem Salz, mit dem die Menschen zu Hause gekocht haben, es zu einer Senkung von Schlaganfällen gekommen ist. Es ist auch zu einer Senkung von anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen gekommen und es ist zu einer Senkung von Todesfällen gekommen. Egal, wie Sie diese Kurven angucken, worauf Sie fokussieren, Sie sehen immer, dass das gleiche passiert ist. Punkt 1, weil weniger Natrium konsumiert worden ist. Punkt 2, aber auch, weil im Austausch ja Kalium eingesetzt wurde. Dieses neue Salz hat ja Kalium enthalten. Und Sie sehen, das Schädigendere ist weniger geworden, das Schützende ist mehr geworden. Jetzt sage ich Ihnen ein ganz kompliziertes Bild nur weil mir dieser Schalter da so gut gefällt ich will sie auch nur auf diesen Schalter fokussieren den Rest brauchen sie hier nicht jetzt zu verstehen und die Idee ist so ein bisschen dass das Kalium wenn wir mehr Kalium essen so eine Art Schaltermechanismus in der Niere haben könnte und dafür sorgen könnte dass wir mehr Natrium dann auch über die Niere ausscheiden es gibt ein paar Menschengruppen, bei denen wir vorsichtig sein sollten, mit zu viel Kalium, sind insbesondere Menschen mit einer fortgeschrittenen Nierenerkrankung. Aber für die große Anzahl der Menschen in Deutschland gilt, dass wir im Moment zu wenig von, Naht, von, von Kalium Entschuldigung, essen und dass wir mehr Kalium essen sollten. So und das Zweite, was ich Ihnen illustrieren will, weil das das Unangenehmste für die meisten von uns ist, ist das ist der Alkohol. Auch hier wieder eine Studie, jetzt in Australien, 140 Menschen. Da ging es eigentlich um Herzrhythmusstörungen. Die zeige ich Ihnen aber aus anderem Grunde. 140 Menschen sind eingeladen worden, für ein paar Wochen auf Alkohol weitgehend zu verzichten. Ja, die haben freiwillig mitgemacht, die mussten nicht mitmachen, aber die haben gesagt, wir machen damit und die Hälfte sollte weiter Alkohol konsumieren, wie sie es vorher gemacht haben, die andere Hälfte sollte versuchen, gar nichts mehr zu trinken. Das hat natürlich nicht ganz geklappt, weil so auf Kommando gar nicht mehr trinken, das werden die wenigsten von uns machen, aber die haben es zumindest mal geschafft, den Alkoholkonsum von vor Beginn der Untersuchung 17 Gläsern zu reduzieren auf zwei Gläser, also deutlich runterzufahren, die andere Gruppe hatte keine Veränderung. Sie werden sagen, 17 Gläser, boah, das ist aber extrem viel. Aber wenn Sie sich das hier mal anschauen, wie das gerechnet worden sind, dann sind die Gläser auch relativ klein gewesen. Und ich glaube, der eine oder die andere von uns, die heute Abend dabei ist, wird durchaus dann, wenn man ganz ehrlich rechnet und auch das Wochenende mit einrechnet, vielleicht auch auf diese 16 oder 17 Gläser kommen. Warum zeige ich Ihnen das? Ich zeige Ihnen das wegen des Blutdrucks, nicht wegen der Herzrhythmusstörung. Und Sie sehen vier Striche. Vorher, nachher jeweils links die Menschen, die temporär ihren Alkoholkonsum deutlich runtergefahren haben, rechts die Menschen, die weiter unverändert Alkohol konsumiert haben. Und Sie sehen, dass die Pausierung des Alkoholkonsums den Blutdruck um zehn Punkte ungefähr reduziert hat. Und auch hier, dass es mehr als ein Medikament erreicht. Ja? Und weil diese Effekte so groß sind, deshalb betone ich das und betone es auch bewusst größer als die Medikamente, auf die ich jetzt nur ganz kurz eingehe. Ich möchte bei den Zielblutdruckwerten noch eine Sache betonen, die Zielblutdruckwerte sind so ein bisschen in den aktuellen europäischen Empfehlungen abhängig vom Lebensalter, man ist bei jüngeren Menschen im Moment in Europa etwas strenger als bei älteren Menschen, man sagt bei jüngeren Menschen sollten wir in der Regel versuchen so 120 bis 130, bei über 65, insbesondere über 75, 80-jährigen eher so 130 bis 140. Ist so ein bisschen umstritten, ja, ob diese Unterschiede nach Lebensalter wirklich so sinnvoll sind. Aber Sie sehen, ähm, grob genommen können Sie für die meisten Menschen hier so einen Zielbereich 120 oder 130 bis 130, 140 finden. Das ist nicht so weit auseinander, egal wie alt Sie sind oder egal welche Begleiterkrankungen Sie haben. Und Sie sehen vor allen Dingen, wir reden hier fast nur nochmal über den systolischen, über den oberen Blutdruckwert. Der diastolische steht da so ganz verschämt, rechts am Rand noch. Es gibt eine Ausnahme, damit sind wir Nierenärzte, wir Nephrologen nicht ganz glücklich, das sind die chronischen Nierenkranken, aber auf die möchte ich jetzt hier auch gar nicht in Detail eingehen. Wenn ich das Lebensstilmaßnahmen Maßnahmen gemacht habe, so weit wie möglich, wenn ich diese Zielblutdruckwerte habe, was mache ich jetzt mit Medikamenten? Und hier hat man eine alte, sehr komplizierte Empfehlung, dieses Diamantbild, was mancher von Ihnen, der vielleicht selber Mitglied ist bei der Hochdruckliga und den Druckpunktlink von früher noch kennt, komplett verlassen und das Ganze sehr viel vereinfacht, indem man gesagt hat, es gibt drei Substanzklassen von Blutdruckmedikamenten, die für die initiale Therapie geeignet sind, von denen wir zu Beginn in der Regel zwei von diesen drei rauspicken. Ja, das sind entweder die sogenannten Substanzgruppen der ACE-Hämmer oder AT1-Antagonist. Da gibt es hunderte davon. Dadurch, dass wir aber in Frankfurt sind und die Firma höchst früher das Ramipril entwickelt hat, haben viele, viele von ihnen, wenn sie einen ACE-Hämmer haben, vor allen Dingen das Ramipril. Deshalb nenne ich bewusst diesen einen Namen. Äh, andere Blutdrucksenker, die auf Pril enden, sind dann in der Regel Schwestersubstanzen. Dieses zweite, was da steht, die sogenannten ARBs, da gibt es auch einen, den wir in Deutschland vor allen Dingen einsetzen, das ist das Valsatan. Mancher von Ihnen hat ein anderes Präparat, das auf Satan endet. Dann ist das auch wieder eine Schwestersubstanz. Dann steht dann als zweites die sogenannten Calciumkanalblocker, CCB. Calcium-Channel-Blockers, das kennen die meisten von Ihnen, die es einnehmen als Amnodipin oder als Lercanidipin, das sind die beiden häufigsten, die wir in Deutschland einsetzen, und dann stehen da Diuretika, und zwar ganz wichtig, also Wassertabletten, nicht mit dem Ziel zu entwässern, sondern weil niedrig dosierte, schwache Wassertabletten vor allen Dingen auch den Blutdruck senken. Wenn das nicht reicht, zwei dieser Medikamente einzunehmen, sollte man eine Dreierkombination machen. Und dann, ganz wichtig, wenn diese Dreierkombination nicht ausreicht, die Zielblutdruckwerte von, ich sage es vereinfacht, zu so 120, 130 bis 140 zu erreichen, dann haben wir die sogenannte resistente Hypertonie, also die widerspenstige oder widerstrebende Hochdruckerkrankung. Und da sollte man zwei, drei Dinge sich überlegen. Man sollte sich zunächst mal überlegen, sind denn die Messungen richtig? Messe ich korrekt? Habe ich die richtige Manschette? Habe ich ausreichend ähm, Ruhephase, bevor ich messe? Das Zweite ist, Natürlich aus ärztlicher Sicht mit dem Patienten nochmal zu besprechen, werden die Tabletten dann auch wirklich regelmäßig eingenommen. Weil wenn sie nicht eingenommen werden, können sie nicht wirken. Und das ist ein häufiges Problem. Und das ist jetzt keine Patientenbeschimpfung, sondern äh, jedem von uns geht das so. Wenn man eine Krankheit, die nicht wehtut, behandelt, dann denkt man halt nicht immer an die Tablette. Ne? Und die dritte ganz wichtige Überlegung, spätestens dann, die wir dann ärztlich auch machen müssen, gibt es denn möglicherweise eine Erkrankung, die dazu führt, dass der Blutdruck nicht normal gesenkt werden kann. Das nennen wir dann die sogenannte sekundäre Hypertonie, also eine Hochdruckerkrankung, die sekundär zweitrangig als Folge einer anderen Erkrankung auftritt. Ja, das ist dann unsere Aufgabe, das mit Ihnen zu besprechen und zu untersuchen. Was an dieser Stelle mir ganz wichtig ist, ist dann aber, dass hier an dieser dritten Stelle, wenn ich weiter behandeln muss, wenn diese Standardtherapie nicht ausreicht, steht da heutzutage als drittes das sogenannte Spironolacton als Medikament ja. und was heutzutage für die, ich sage mal, unkomplizierten Blutdruckpatienten nicht mehr dasteht, obwohl wir das in Deutschland auch sehr, sehr breit einsetzen, sind die Beta-Blocker. Beta-Blocker sind sehr gute Medikamente für herzkranke Menschen sind sehr gute Medikamente für einige anderen Erkrankungen, sind aber in der normalen Hochdrucktherapie für herzgesunde Menschen nicht mehr Standard. Dafür haben wir andere Standards. Und warum kommt man darauf, dass man sagt, man sieht ausgerechnet dieses Spironolakton, Also es liegt einfach daran, man hat auch das alles mal verglichen und hat gesehen, wenn ich das alles vergleiche, dann sind die Menschen, die dieses Spironlakton, der rote Balken hier bekommen hat, die Menschen gewesen, deren Blutdruck am deutlichsten sich gesenkt hat. Und warum sind die Beta-Blocker nicht mehr Firstline-Therapie? Und das sage ich jetzt bewusst auch, weil ich weiß, dass mancher von Ihnen, der jetzt sich das zu Hause anschaut, durchaus einen Beta-Blocker noch zur Blutdrucktherapie hat. Beta-Blocker senken den Blutdruck gut. Genauso gut wie die anderen Substanzen. Aber diese anderen Substanzen, die wir als erstes einsetzen, von denen wissen wir, dass sie zuverlässiger nicht nur den Blutdruck senken, sondern auch sie vor herzinfarkten Schlaganfällen schützen. Ja, das habe ich hier auch nochmal mit dieser Abbildung. Alles, was links von der schwarzen Linie ist, schützt das Herz. Alles, was rechts von der Linie ist, hat diesen schützenden Effekt nicht so eindeutig. Und da sehen Sie, die Standardsubstanzgruppen, die sind alle links von der schwarzen Linie. Nur der Beta-Blocker schafft das nicht, ist auf dieser schwarzen Linie. Aus diesem Grund ist er eben für uns kein Standardmedikament. Ich sage bewusst nochmal, dies gilt nicht für Menschen mit einer Herzerkrankung. Da hat der Beta-Blocker durchaus noch eine große Rolle. So, das ist das, was ich Ihnen zeigen wollte. Und jetzt, Frau Martini, versuche ich hier aus der Präsentation rauszukommen. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich gespannt auf Ihre Fragen. Ich bin auch schon gespannt auf Ihre Fragen, wenn ich nicht aus der Präsentation rauskomme, aber irgendwie wird mir das gelingen. So, jetzt müssten Sie mich ohne Folien sehen können. Genau, sieht gut aus. Und ja, Sie können, Entschuldigung, schön. für die Fragen können Sie gerne auch den Chat benutzen. Also ah ja, hallo. Ich hätte eine Frage. Ja, genau. könnt, können Sie mich hören? Ja, sehr gut. Was empfehlen Sie denn, wie oft sollte man äh, den Blutdruck messen, zu Hause zum Beispiel? Ja. Ganz wichtige Frage, weil wir beides erleben. Ja? Wir erleben zum einen die Menschen, die 20 Mal am Tag messen, die sich damit selber äh, verrückt machen, den Blutdruck hochpressen. Ja. Es gibt andere, die kommen dann alle drei Monate zu mir und wenn ich dann frage, haben sie zu Hause gemacht? Nö, ich messe zu Hause gar nicht. Also, äh, wichtig ist Punkt 1, wenn wir messen, dann in Ruhe messen. Ja? Und diese fünf Minuten Ruhephase heißt schon, das können Sie nicht Thema am Tag machen, dafür haben Sie zu viel zu Hause zu tun. Ja? Und äh, wenn Sie mich so bitten, das festzunageln, dann würde ich sagen, zum Beispiel drei, vier Tage im Monat, immer wenn es gut alle eingestellt ist, zu Beginn des Monats, vom ersten bis zum dritten, morgens und abends, sich die fünf Minuten Zeit zu nehmen. Und wenn dann aber alles gut ist, vom ersten bis zum dritten, das ist völlig willkürlich, was ich jetzt sage, dann müssen Sie jetzt nicht vom vierten bis zum 30. oder 31. weitermessen, dann einen mhm. Monat später wieder. Das wäre das wär so eine Idee, gell? Ja, so. Danke. Ja. Ja. Gerne. Gab es schriftliche Fragen, Frau Martin? Ich kann es nicht lesen von hier. Oder meldet sich jemand tatsächlich? Ja. Noria meldet sich. Sie können sehr gerne. Sprechen oder schreiben, was Sie präparieren? Wir können Sie leider nicht hören. Also vielleicht einmal das Mikrofon anschalten. Vielleicht ist da der Fehler. Oh, sie schreibt gerade. Sie meldet sich gleich. Moment. Ja. Also, falls es in der Zwischenzeit noch andere Fragen gibt, sehr, sehr gerne. Also ich hätte da auch noch eine Frage. Ja. Also ich bin nicht festnageln auf die Termine oder so. Ja. Aber wenn man schon die Medikamente nimmt, wie, was, was wäre so die Idee? Wie oft sollte man das vom Arzt auch noch kontrollieren lassen? Ja, wir haben ja in Deutschland dieses Denken in Quartalen. Gell? Das liegt natürlich genau. auch so ein bisschen so, wie, und wie die Krankenkassen uns denken lassen. Ja, Aber jetzt für einen Patienten mit einem Bluthochdruck, der einmal im Quartal zu seinem Arzt geht und dann ja auch die Medikamente aufgeschrieben werden. Und wenn das stabil eingestellt ist, dann ist das mit einmal im Quartal mit Sicherheit sinnvoll. Das gilt natürlich jetzt nicht, wenn Sie einen 190er-Blutdruck haben. Da kann man nicht sagen, jetzt warte ich mal drei Monate und gucke dann. Aber wenn das vernünftig eingestellt ist, dann ist das einmal im Jahr in Ordnung. Ja? Und es ist jetzt auch egal, ob der Arzt oder die Krankenschwester oder die MFA oder wer auch immer misst, der Unterschied ist einfach zu dem, was sie zu Hause messen. Ja, die Krankenschwester, ja, die äh, MFA, die ja. Ärztin, äh, die, die haben egal wer es macht, das sind einfach das ist das, was man teilweise als Weißkittelhochdruck bezeichnet. Wobei vom Begriff, wenn man das streng ist, muss man sagen, Weißkittelhochdruck bezeichnen eigentlich nur die Menschen, die zu Hause ganz normale Blutdruckwerte haben und die dann nur äh, bei unserer Messung nach oben gehen. Wenn Sie zu Hause einen 145er Blutdruck haben und bei uns 155, das ist kein Weißkittel Uni sondern dann ist es die ganz normale Reaktion, die wir alle haben, wenn wir an einem Unfall sind. Es ist ein bisschen stressiger und dann sind die Blutdruckwerte halt auch höher. Mhm. Okay, danke. Okay. Genau. Ich glaube, dass Noria jetzt bereit ist. Ja, genau. <laughs> Entschuldigung. Alles gut. Ähm ich hätte eine Frage, und zwar äh, geht es auch um meine Mutter, die äh, dieses Ramipril schon lange nimmt ja. und äh, trotzdem immer wieder mit hypotonischen Krisen zu kämpfen hat. Ja. Und immer eigentlich die Aussage bekommt: Ja, sie müssen ihre Medikamente regelmäßig nehmen, was sie macht. Und äh, man äh, hat ihr dann noch so eine Notfalltablette gegeben, Nefitrin oder so ähnlich heißt das. Ähm, genau. Und damit muss sie jetzt irgendwie leben. Und die Frage ist, äh, was können das für andere Ursachen geben und was kann man da vielleicht auch auf eigene Kosten untersuchen lassen, um da vielleicht rauszufinden, was das ist? Ja, wir leben ja in einem Gesundheitssystem, wo Gott sei Dank die sinnvollen Geschichten nicht auf eigene Kosten gemacht werden sollten. Also es ist letztendlich so, dass wir heutzutage mit Blutdruckmedikamenten arbeiten, die alle oder arbeiten sollten, so muss ich sagen, die eine ausreichend lange Halbwertszeit haben. Da gehört zum Beispiel das Ramipril dazu. Ja? Und das heißt, wir möchten vermeiden, dass solche Spitzen immer wieder auftreten. Und wenn die Spitzen immer wieder auftreten, dann ist die Therapie einfach nicht ausreichend genug. Dann braucht das Ramipril entweder einen Kombinationspartner, ähm, also zum Beispiel eine leichte Wassertablette oder diese Gruppe der Calcium-Antagonisten, Die gibt es teilweise dann auch als Kombination in einer Tablette, sodass die Tablettenzahl gar nicht größer werden muss, ja, kombiniert natürlich mit den Lebensstilmaßnahmen, die ich gesagt habe. Und wenn man dann feststellt, mit einer Zweifach- oder gar Dreifachtherapie ist der Blutdruck dann in der, im Mittel der Messung immer noch über 140, wenn wir messen, dann sollte man auf jeden Fall diese sogenannte sekundäre Hypertonie ausschließen. Wenn Sie mich fragen, was bedeutet das, das ist relativ... Einfach erklärt und relativ aufwendig gemacht. Das eine ist, dass man die Nierendurchblutung sich anschauen sollte. Ja, das ist dann eine Domäne entweder von Nierenfachärzten oder Radiologen, die das in der Regel machen. Teilweise auch Gefäßspezialisten, Angiologen. Das Zweite ist eine Untersuchung von Blutdruckhormonen, weil es fünf bis zehn, manche sagen 15 Prozent der Menschen mit einem Bluthochdruck gibt. Die eine Überproduktion von Blutdruckhormonen haben und bei denen diese Überproduktion dann die Ursache ist. Und deshalb sollte man dann unter etwas komplizierten, standardisierten Bedingungen diese Blutdruckhormone messen. Das macht dann in der Regel auch Nierenfachärzte. Dankeschön. Gerne. Ähm, als nächstes ähm, hat ein Gast in den Chat geschrieben, ich würde das gleich mal vorlesen. Ähm, Luciano, ich sehe Sie. Ähm, ich probiere nur, die Reihenfolge einzuhalten, dass wir niemanden übergehen. Also, Gast schreibt folgendes in den Chat: Wenn der Bluthochdruck in Ruhe bei 110 zu 70 liegt, unter 8 Milligramm Kadisatan. Ich bin keine Medizinerin, sorry. Also, ja, also. Und 2,5 Milligramm Bisoprolol ist dies schön. Unter Stress steigt dieser schnell an, bis 170. Wenn ich auf 4 Milligramm Kadisatan senke, gibt es eine andere Möglichkeit? Also, zunächst ist es ja so, bei uns allen steigt der Blutdruck unter Stress an. Ja, das ist auch eine ganz vernünftige Reaktion des Körpers. Ne? Das heißt, genau aus dem Grunde sagen wir ja, unser Standard sollte wirklich eine Messung in Ruhe sein und eben nicht, wenn Sie äh, im dritten Stock wohnen und vom Einkaufen kommen, die Tüten haben und dann die Tür aufreißen und dann schnell messen. Das ist Stress und da ist es ganz normal, dass der Blutdruck hochgeht. Ja, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist natürlich, wenn man einen Blutdruck von 110 in Ruhe hat. Dann braucht man, wenn keine Herzerkrankung da ist, jetzt nicht zwei Blutdrucksenkenden Tabletten. Und das war jetzt wieder zum Beispiel ein Beispiel, was Sie gesagt hatten, wo dieser Beta-Blocker, das Bisoprolol ist ein Beta-Blocker. Für Menschen, die keine Herzerkrankung haben, spielt der Blätterblocker in der Blutdrucktherapie eigentlich nicht wirklich mehr die Rolle. Ne? Es gab noch eine Anschlussfrage dazu. Ja. Und zwar, ähm, ich habe von Studien gelesen, dass unter Akadisatan das Lungenkrebsrisiko etwas erhöht ist bei längerer Einnahme. Ist dies ja. tatsächlich ein nennenswertes Risiko? Ja, das ist ein Problem gewesen vor vier, fünf Jahren, dass sogar mehrere Produkte aus dieser Reihe, dieser AT1, sagen, die aus Satan ähm, enden, beinhaltet. Und da gab es damals ein Problem mit einem Hilfsstoff, der in diesen Medikamenten drin gewesen ist. Der war auch in allen drin. Das war jetzt nicht vor einer Firma gewesen oder so. Der in der Tat, wenn Sie Hunderttausende von Menschen sich anschauen, da eine ganz leichte Zunahme gemacht hat. So ein ähnliches Problem hatten wir oder haben wir bei einer Gruppe dieser leichten Wassertabletten, die mit Sicherheit einige von Ihnen einnehmen, die. HCT heißen oder Hydrochlorothiazid. Auch da ist es so, wenn Sie Zehntausende, Hunderttausende von Menschen anschauen, dann kommt da im Einzelfall mal eine Tumorerkrankung vor, die ohne dieses Medikament nicht ankommt. Man muss das natürlich abwägen. Ja? Man muss anschauen, wie viele Herzinfarkte, Schlaganfälle verhindere ich. Ja? Und der Stand, den wir heutzutage haben, ist der, dass wir sagen, dass die Zunahme von Tumoren unter einzelnen dieser Medikamente, wie Sie gesagt haben, kann der Satan und Schwestersubstanzen zwar auf einer globalen Basis nachweisbar ist für den einzelnen Patienten das Absetzen dieses Präparates, aber ein viel größeres Risiko bedeutet. Ja, also insofern ist der Hintergrund ist da und das ist auch jetzt nicht irgendwie Quatsch, aber da müssen sie wirklich Hunderttausende von Menschen behandeln. Ja. Wir haben, um das noch abzuschließen, so etwas ähnliches am Anfang der Covid. Pandemie gehabt. Da gab es auch Menschen, die gesagt hatten, so bestimmte Gruppen von äh, Blutdruckmedikamenten sind eher schädigend oder könnten schädigend sein aufgrund von theoretischen Überlegungen. Das ist komplett überholt und wenn überhaupt, hat man festgestellt, dass vor zwei Jahren, als die Covid-Verläufe wesentlich dramatischer gewesen sind als sie heute gewesen sind, da eher eine schützende Funktion gewesen ist. Ja, ich glaube, dann wäre als nächstes Luciano angewiesen. Hallo, dann. hallo, ich hätte die folgende Frage. Vor ein Jahr, hören Sie mich? Ja. ja. Okay, vor ein Jahr wurde mir festgestellt, Bluthochdruck. Dann seit ein Jahr nehme ich Candaxiro. Und das sind 16 Milligramm, ist die komplette Tablette, aber ich nehme nur die Hälfte, das bedeutet 8 Milligramm. Und jetzt habe ich äh, zwei Packungen von äh, 100 Tabletten ungefähr äh, durch. Und die Frage ist, äh, mein, äh, mein Hausarzt hat mir gesagt, das ist nicht so, nicht so hoch. Ja? Und jetzt versuche ich seit einem Jahr mit, 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 äh, mit äh, Ernährung, mit Sport, äh, mit, äh, mit äh, Entspannung, dass hinzukriegen. Ja. Damals haben wir eine, eine ähm, Langzeitmessung von einem ganzen Tag äh, durchgeführt und äh, wir werden so nächstes Jahr noch mal das machen und dann schauen. Ja. Und die Frage ist, ähm, wenn, 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 die, wenn die Werte von dieser Langzeitmessung runterkommen zu normal, soll ich Aufhören mit Medikamente weiter oder die Hausärzte haben gesagt, ja lieber eine halbe Tablette zu nehmen als gar nicht, ja, weil mein Ziel ist irgendwann ohne Medikamente, weil sonst habe ich Medikamente von zum Beispiel auch für die Prostata, ja und dann so viele Medikamente auf einmal finde ich nicht gut. Ja, bei diesem ja. Lebensstil ist natürlich immer eine Sache, die man beachten muss. Sie können ja. natürlich nur dann mit dem Lebensstil eine Blutdruckreduktion erreichen, wenn sie vorher ein bisschen ungesunder gelebt haben. Ja? Es gibt ja okay. durchaus Menschen, die vorher schon so gesund leben, die können ja. sich natürlich dann nicht verbessern, ja. Aber okay. äh, wenn nochmal dieses Beispiel, weil das so schön exemplarisch ist, ja, jemand, der mhm. jeden Abend zwei Gläser Wein trinkt oder drei, was jetzt ja. Ein Ausmaß ist, was jetzt in Deutschland nicht völlig ungewöhnlich ist und der sich eher kochsalzreich ernährt und nicht so viel Sport macht. Ja? Und mhm. wenn der es wirklich schafft, den Alkoholkonsum deutlich runterzufahren, das ja. Essen Salz, Kochsalz, ärmer zu machen, mhm. wenn Übergewicht da ist, das wegzubekommen, sich sportlich mhm. zu betätigen, dann erreichen genau. Sie da wirklich, so wenn man das alles zusammennimmt, erreichen ja. sie da vielleicht wirklich ja. 20 Punkte oder so. Und wenn Sie genau. jetzt vorher einen Blutdruck haben von 150 beim, beim Arzt und der geht runter auf 130, dann ja. ist alles gut. Ja, das ist durchaus möglich. Aber Aha, dafür okay. nochmal muss man halt vorher ein bisschen ungesund gelebt haben, um ja. durch gesünderes Leben was zu erreichen, sonst gibt es nicht, ja. ja. Okay, alles ja. klar. Gut, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage über den ja. Chat reinbekommen. Ja. Von Herrn Markus Manfred Becker. Guten Abend. Bei mir liegt im jungen Alter, in Klammern Anfang 20, ein Bluthochdruck vor, in Klammern 140 bis 150 mmHg, ja. systolisch, der hauptsächlich durch den Sympathikus bedingt ist. Wie sollte hier am besten vorgegangen werden? In Klammern sekundäre Hypotonie, Übergewicht, Alkohol, Rauchen wurde ausgeschlossen. Das heißt, die Frage bezieht sich darauf, mit welchem Medikament vor allen Dingen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also bei jungen Menschen gibt es zwei Dinge zu beachten. Das eine bei jungen Frauen Medikamente angepasst, dass ich keine Blutdruckmedikamente nehme, die in der Schwangerschaft ein Problem sind, wenn ich nicht effektiv verhüte. Ja? Das heißt, es gibt von unseren Standardmedikamenten ein, zwei, die unproblematisch sind in der Schwangerschaft und ein, zwei, die problematischer sind. Und deshalb sollte man junge Frauen, wenn sie nicht durch eine Verhütung vor Schwangerschaft dann äh, produziert sind, sollte man nur mit den Medikamenten behandelt, die dann in Beginn der Schwangerschaft dann auch wirklich völlig äh, unproblematisch sind. Das ist das Besondere für ähm, das Besondere für Frauen. Bei Männern gibt es diese Überlegung natürlich nicht. Generell ist es dann so. Lebensstil gilt das gleiche für alle. Bei den Medikamenten gibt es so eine gewisse Präferenz für diese Medikamentengruppe ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten, also nochmal alles, was auf Pril aufhört, das Ramipril zum Beispiel, und alles, was auf Satan aufhört, also das Walsatan. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das möglicherweise insbesondere bei jüngeren Menschen ticken effektiver sein könnte, bei ein bisschen älteren Menschen vielleicht eher diese Gruppe der Calcium-Antagonisten und der Thiazide, also der leichten Wassertabletten. Das sind aber kleine Unterschiede. Es kommt gerade noch was nach. Die Frage ist erstmal, Herr Becker, wurde damit Ihre Frage beantwortet? Ja, danke, sagt er. Okay, dann haben wir nochmal Noria im Chat. Sie schreibt, es gibt immer wieder Berichte über Statine, die angeblich übertrieben oft verschrieben werden. Was ist Ihre Meinung? Sage ich gerne was dazu, auch wenn Statine natürlich nichts zu tun haben mit Blutdruck. Ja, Statine sind ein Cholesterinsenker. Aber es ist mir wichtig, deshalb, deshalb sage ich das gerne, weil es hier auch so ein bisschen Diskrepanz gibt zwischen manchem Facharzt und manchem Hausarzt. Es gibt zwei relevante Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankung, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Das ist das hohe Cholesterin und das ist der hohe Blutdruck. Ja. Klammer auf, bei Rauchern kommt das Nikotin dazu, bei Diabetikern kommt der Diabetes dazu, aber bei nicht rauchenden, nicht Diabetikern sind das die beiden entscheidenden Faktoren. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Beim Blutdruck gibt es ein je mehr, desto schlechter. Es gibt aber nicht ein je weniger, desto besser. Denn natürlich, das ist logisch, wenn wir jetzt einen Blutdruck hätten von... Äh, 50 oder 40, das wäre keine gute Idee. Ja, das ist wir damit äh, zumindest mal nicht arbeitsfähig, wahrscheinlich auch nicht lebensfähig. Das heißt, da gibt es nach unten eine Grenze. Das ist beim Cholesterin anders. Beim Cholesterin wissen wir inzwischen, insbesondere wenn ich auf das schädigende Cholesterin, auf das LDL-Cholesterin schaue, dann ist es in der Tat so: je niedriger, desto besser. Jetzt kann man natürlich nicht 80 Millionen Menschen in Deutschland alle Cholesterinsenker bis zum Anschlag geben. Das heißt, hier muss man einen Kompromiss finden. Ja. Und dieser Kompromiss mundet dann darin, dass man sagt, man guckt sich an, wie groß ist das Gesamtrisiko und so weiter. Aber sie haben mit den Statinen, mit den Cholesterinsenkern, inzwischen eine Medikamentengruppe, die eine Reduktion von Herzinfarkten und Schlaganfällen von ungefähr 25, 30 Prozent erreicht hat, also substanziell. Das Ganze erreicht mit einem sehr, sehr geringen Risiko von Nebenwirkungen. Die einzige relevante Nebenwirkung ist das Auftreten von Muskelbeschwerden ein bis zwei Prozent im Vergleich zu Schein Medikamenten und das ist kein Kaputtgehen von Muskeln, sondern das sind passagiere Muskelbeschwerden, die dann auch wieder weggehen, wenn man das Medikament dann schlimmstenfalls eben wieder aufhört. Ja? Also insofern wird die Antwort von Menschen, die sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie mir ähm, beschäftigen, wird immer sein, es gibt eigentlich kein zu viel an Statinen. Man muss natürlich wie immer im Leben einen gewissen Kompromiss finden, um das Ganze dann auch abbildbar zu machen in der Gesellschaft. Ich habe bewusst lang geantwortet, weil mir das wichtig ist. Ich hätte noch andere Frage. Ja. 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 Äh, ähm, so die die. Ich habe gehört, dass die Medikamente, die für die für die Prostata, könnten auch diesen Blutdruck äh, reduzieren. Ja. Und, ja. Äh, aber in in Fall muss man dann nur den Prostata behalten und die andere einfach wegmachen oder? Nee, das ist eine wichtige Frage, die Sie stellen, weil die Urologen Sie, ja, mit Sie meine ich jetzt im Plural, Sie oder uns Männer, schützen wollen eigentlich von genau. den vermeintlich unerwünschten Nebenwirkungen der Blutdrucksenkung. Das heißt, es gibt bei diesen Medikamenten der Prostata, die die Muskulatur der Prostata oder die Größenzuwachs der Prostata hemmen sollen, gibt es in der Tat welche, die den Blutdruck stärker senken und andere, die weniger senken. Und okay. die Urologen möchten sie schützen. Ja. Entschuldigen Sie, da gibt es manchmal dieses Paradoxe, dass wir einerseits Blutdruckmedikamente geben, der Urologe aber ein nicht blutdrucksenkenden Prostatamedikament. Das ist natürlich dann eine Tablette zu viel. Dann wäre es natürlich gut, wenn der Urologe oder der, der, der Hausarzt oder Internist oder wer auch immer, dann für die Prostata dann auch das Medikament wählt, was den Blutdruck senkt, weil man ihnen dann eventuell ein Präparat sparen kann. Ah, okay, sehr gut. Ja? Okay. Alles klar. Viele, vielen, vielen Dank. Keine. Es ist da noch eine Frage in den Chat gekommen, und zwar ja. nochmal von dem Herrn Becker. Und zwar, welche der medikamentenlosen Maßnahmen, in Klammern Sport, gesunde Ernährung und so weiter, hilft am meisten gegen stressbedingten Bluthochdruck? Das kann man so nicht sagen. Das ist eine individuelle Geschichte, ehrlicherweise. Und da wird. Keiner sagen, das eine ist jetzt effektiver als das andere. Nochmal, das kommt natürlich auch ein bisschen auf das Ausgangsniveau an. Wenn ich jetzt 80 Kilo wiege und mein Zielgewicht 75 ist, dann ist der Effekt natürlich nicht so groß, als wenn ich 150 Kilo wiege. Oder umgekehrt, wenn ich den ganzen Tag mich nur von Kochsalz ernähre, dann ist der Effekt der Kochsalzreduktion natürlich größer. Also insofern bleibt es immer ein individueller Aspekt. Aber so ganz grob als Faustregel kann man halt wirklich sagen, die Behandlung eines dieser Faktoren bringt ungefähr so viel wie eine Tablette weniger, wenn es, vorher hoch ist und danach vernünftig gesenkt wird. Ne? Okay, dann meldet sich Nuria nochmal. Ja, genau. Nochmal zu dieser Notfalltablette Nifedipin. Ja. Die wurde tatsächlich auch als Notfalltablette so an, äh, bezeichnet. Ja. Mit dem Ergebnis, dass meine Mutter die wirklich nur nimmt, wenn es unbedingt sein muss, weil sie denkt lieber weniger und seltener. Und ich denke halt nee lieber früher, also schon bei 160 oder 170 die Tablette nehmen und nicht warten, bis es 190 ist. Was ist Ihre Meinung? Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen, wir versuchen ja diese Notfalltabletten komplett zu vermeiden, ja. Und letztendlich gibt es da jetzt keine Grenze, wo sie jetzt sagen können, wenn es jetzt 181 ist und vorher ist 179, dann wird es mit 181 auf einmal dramatisch werden. Wir versuchen allgemein auf diese Notfallmedikamente weitgehend zu verzichten und zu gucken, dass sie gar nicht in Frage kommen. Ähm, es gibt diese traditionelle Grenze bei diesem 180, dass man da sagt, oh, jetzt ist aber akut Gefahr. Äh, ob das wirklich so stimmt, muss ich in ehrlicher Weise sagen, das wissen wir nicht so richtig. Also insofern bin ich, hören Sie bei mir, eine gewisse Skepsis vor dem zu großen. Es ist so ein bisschen, als wenn Sie ein Auto fahren, so vergleiche ich das immer, diese kurzwirksamen Medikamente, als wenn Sie ein Auto fahren und dann plötzlich aufs Gaspedal gehen oder plötzlich auf die Bremse, egal wie rum Sie es definieren wollen, das ist für das Auto eben auch nicht so richtig gut. gell? besser ist, mit, einem, äh, mit einer möglichst stabilen Geschwindigkeit zu fahren. Okay, danke schön. Gerne. Ähm, zwischenzeitlich haben wir noch eine Frage in den Chat bekommen, und zwar von Gast. Äh, Gast fragt, wirken 4 Milligramm Kardisothan bei einem Mann mit 93 Kilogramm halb so gut wie 8 Milligramm oder wirkt es dann nicht mehr signifikant? Vier Milligramm ist eine ganz, ganz, ganz kleine Dosis für einen Mann über 80 Kilo. Ja, ich bezeichne das immer ganz gerne so ein bisschen als Kinderdosis. Die Maximaldosis von Satan ist 32 und daran sieht man, dass 4 Milligramm nun wirklich nicht so viel ist. Bei den meisten Medikamenten ist das kein linearer Zusammenhang. Sie können nicht sagen, ich verdopple die Dosis, dann ist der Effekt doppelt so groß, sondern es gibt da so eine Anpassung. Aber nochmal, vier Milligramm ist sehr, sehr wenig. Luciano schließt sich bei der Frage gleich an, und zwar gleiche Frage mit 8 Milligramm und 16 Milligramm bei 86 Kilogramm. Ja, also Standard kann der Satan sind 16 oder 32. 16 ist eigentlich schon so in meinen Augen die halbe Dosierung. Das heißt, von 8 auf 16 sollte da auf jeden Fall nochmal eine vernünftige Blutdrucksenkung, so vier, fünf Punkte ungefähr passieren. Immer Mittelwerter. Jeder Mensch ist anders. Ne? Zu Hause. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und kommen Sie gesund ins neue Jahr. Tschüss.